Willkommen, liebe Leute, zu einem Teil 2 in Kalenderwoche 21 2020. Und ich weiß nicht, entweder ist eingeschlafen oder auch auf diese Hummel hat unser Baldrian diese beruhigende Wirkung, die was er auch auf uns Menschen hat. Liebe Hummel, kannst du da bitte einmal herzeigen, wie du rüsselst? Das wäre eben die voll super Sache. Ja, ich glaube, die ist tatsächlich ein bisschen dicht. Macht aber nichts, vielleicht finden wir ja noch einen anderen. Ihr seht es da, ich habe da, ja, da. Wo fliegst du hin? Ich finde es ja immer voll lustig, wenn so ein dicker Brummer an solche kleinen Blüten sie irgendwie gütig tut. Und wenn wir Glück haben, man sieht dann, wie es mit der Zunge in jede dieser Blüten einzeln reinfahren, um dort an den Nektar zu kommen. Ja, und wie viel Pollen das da auf dem Bauch ist. Habt ihr das gesehen? Es ist unglaublich toll. Beim Baldrian, da ist dann auch noch Bienen und so, ja, bietet einfach Nektar und Pollen an und das zu Genüge, darum wird er auch einfach gern besucht. Für uns super Sache, Baldrian kennt jeder von sogar aus der medizinischen Seite. Da hängt noch immer die dichte Hummel. Ja, ich glaube, ich ziehe mir dann auch so eine Blüte rein. Aus dem medizinischen Bereich ist eine anerkannte Heilpflanze. Ich habe dort einen Zettel, ich habe erst einen Steckbrief gemacht. Ich kann das mit den lateinischen Sachen nie richtig, aber Zusatz ist wieder dieses Officinalis, was sich eben auf die Offizin, den Arbeitsraum, die Werkstätte bezieht. Und bei anerkannten bzw. früher und großteils auch heute noch medizinisch genutzten Pflanzen immer als zweiter Namenszusatz dabei ist, Officinalis. Ich reiche das jetzt dann, wenn wir beim Zettel sind, nach, wie der Vorname ist sozusagen. Ist ein ganz großer, also Baldriane ist die Gattung, da sind ganz viele Arten drinnen und es gibt auch vom Baldrian ganz viele Unterarten und Varietäten. Das ist dann oft echt schon schwierig mit Bestimmen oder Entbestimmen. Ihr braucht euch aber keine Sorgen machen, wenn ihr da so wie ich eine Wiese mit Baldrian findet, den könnt ihr schon verwenden. Und da zwar geschickt ist, wenn man die Blätter essen mag, wenn man die im Frühling erwischt, bevor er so aufschießt, aber es ist auch jetzt noch gut essbar. Auch die Blüten könnt ihr verwenden, knospig, wie aufgeblüht, ist überhaupt kein Thema. Was eben medizinisch genutzt wird, ist die Wurzel. Jetzt hoffe ich, dass ich das da noch irgendwo, ja, wie gesagt, habe ich erst einen Steckbrief bastelt. Ist die Wurzel, die sind da zwar ein bisschen abgerissen, aber da gibt's kein großes Pfahlwurzelsystem oder so. Da werden tatsächlich diese Feinwurzeln getrocknet, klein geschnitten und das wird dann entweder in Pulverform in Kapseln gegeben oder als Tee aufgebrüht oder auch noch vermischt mit Hopfen und anderen auch beruhigenden Pflanzen. Dann ist aber anerkannt eben, dass es beruhigend wirkt. Hassen tut er Valerina, Valerina officinalis, also Valerina, Vorname, officinalis, Zusatz, was ein kennzeichnet aus Medizinpflanzen. Ja, super Sache, Wurzeln erntet man normalerweise eben nicht dann, wenn das Ganze blüht, sondern entweder im Herbst, wenn das Ganze schon wieder einzogen ist, weil es ja eine ausdauernd krattige Pflanzen ist, oder im Frühling, bevor das Ganze so aufschießt. Bei ihm ist es auch gut möglich, weil man gut erkennt, durch diese auffälligen gefiederten Blätter. Okay, ich hab da hinten noch eine Wiese, wo ich wieder mit euch durchgehen werde, aber da beam ich uns jetzt hin, da spare ich euch den Weg. Ja, also ich gehe in die Richtung, fühle aber dort hin, weil da eine schöne Blüte steht. So, schaut, jetzt sind wir bei der Wiese und ihr kennt den Bereich. Wir haben da mal dieses experimentelle Video gemacht, wo ich euch gezeigt habe, wenn man raufschaut in die Bäume, dass man ganz gut anhand der Stellung von den Ästen und Zweige das Ganze ein bisschen erkennen kann. Das verlinke ich euch da. Und da war die Kastanie, da drinnen war ein Haufen Waldbingelkraut, aber da gehen wir jetzt gar nicht rein, sondern wir bleiben da am Rand. Ich möchte dort diese gelben Geschichten ein bisschen herzeigen und es gibt da Walderdbeere, da schauen wir auch vorbei. Aber vorher, schaut da, voll super, weiß ich, wo ich die Kohlkratzdistel möglicherweise herfinden kann für einen Steckbrief. Da haben wir jetzt nur das Grün.
Bei der ist eben typisch, dass es zwei verschieden gestaltete Blattarten gibt. Seht, einmal das da schon groß, so tief, fiedrig eingeschnitten und einmal rundlich. Also das kann wirklich stark variieren von Pflanzen zu Pflanzen. Mehr oder weniger viel von jenen oder diesem da sein. Alles davon ist essbar, auch die Wurzeln, wobei die hat keine fette Pfahlwurzel oder so, da schauen die Wurzeln ein bisschen so aus, wie vom Baldrian, den was ich gerade hergezeigt habe. Interessanterweise, dafür bleiben sie immer weich. Und da haben wir wieder den Stinkstorchenschnabel, Ruprechtskraut haben wir schon öfter gesehen. Da hat sich auch ein bisschen ein Baldrian her verirrt. Und das, da muss ich immer wieder selber nachschauen, weil ich es so selten triff und dann wieder vergessen habe, ist es Kreuzlabkraut. Also es gibt viele Kreuzlabkräuter, das ist das gewöhnliche Kreuzlabkraut. Ich glaube, es heißt noch auch noch irgendwie Zottiges oder irgendwie so, weil schaut euch das an, also da, das sind Jungpflanzen, die sind noch nicht aufgestiegen zur Blüte. Und das ist ja wirklich stark behaart. Und ja, wie es zu Labkraut kommt, ist auch klar, oder? Also ein bisschen erinnert es von den Blättern an die Labkräuter. Oder ist aber eine eigene Gattung. Also Kreuzlabkraut ist eine eigene Gattung. Und ist ungiftig. Aber ja, ich kenne keine Essverwendung von dem Ganzen. Nur, falls das einmal wo drüber stolpert, das wisst ihr, was das ist und Kreuzlabkraut. Ich beiß da mal an, weil da überall habe ich einen Klick. Kohl, Gänsedistel. Es gibt ja auch Kohlgratzdistel. Es gibt ja eben auch die Kohl-Gänsedistel. Schaut aber ganz anders aus. So. Immer wieder die Ehrenpreisgeschichten, da der Gamander, habe ich auch schon oft genug hergezeigt. Dass euch nicht fad wird, macht man das jetzt anders. Da habe ich letztens einmal hergezeigt, fängt jetzt da schon immer mehr zum Blühen an. Nicht Brombeere, Brombeere ist noch nicht da, es ist jetzt Mitte Mai, aber das wird eine ähnliche Frucht und gehört zur selben Gattung, nämlich zu Rubus. Das ist die gewöhnliche Kratzbeere, die was ein bisschen brombeermäßig dann ausschaut, aber so überlaufene Früchte hat. Mal runteressen. Und ihr seht, all das ist das Grün da dazu. Schauen wir sich die Früchte an, wenn es soweit ist, natürlich. Da, kleiner Glücksbringer für euch. Ja, da. Glück für Zuseher, bitte sehr. Und jetzt, wisst ihr was? Wir haben ja in Beinwell schon gesehen. Da gehe ich jetzt trotzdem noch vorbei. Aber da hinten sieht man einen Haufen Gelb-Viererleichten. Und das Gelb visieren wir an, da brauche ich aber dann einen Zettel, weil ich mit lateinisch-griechischen Sachen tue mir immer wieder schwer. Da nochmal der Beinwell, super essbar, trotzdem aufpassen mit Menge oder Häufigkeit. Und dann reden wir über Löwenzahn. So, schaut, jetzt sind wir dort, wo es gelb ist. Und da haben wir jetzt was, wo man schön herzeigen kann, wo es mit unseren Hausnamen für Blumen zum Ecken anfängt. Nämlich, wir haben da in Löwenzahn für unsere umgangssprachliche Trivialnamenbezeichnung und wir haben da in Löwenzahn. Und jetzt wird es schwierig, wenn wir über Löwenzahn reden wollen, weil das ist offensichtlich ganz ein anderer Löwenzahn wie dieser Löwenzahn. Zeitgleich haben sie sehr ähnliche Merkmale. Wenn ihr euch dieses Blatt anschaut, was zu diesem Löwenzahn dazugehört, hat er doch eine starke Ähnlichkeit mit diesem Blatt, was zu diesem Löwenzahn dazugehört. Und dieses Problem haben eigentlich nur wir Laien mit unseren Hausnamen. Ich meine, wir haben das Problem schon auch unter uns Laien gelöst, weil man sagt zudem nicht nur Löwenzahn, sondern es gibt einen zweiten Trivialnamen, der was Milchkraut heißt. Das macht schon mal einfacher. Die Botanik hat sich da sowieso anders geholfen, weil die Milchkräuter, die gehören zur Gattung Leontodon. Ja, Leontodon.
Und der Löwenzahn ist in der Gattung Taraxacum unterwegs. Und da macht es dann schon einfacher, weil Leontodon, und dann gibt es wieder verschiedene, dann haben es praktisch, also ist der Familienname ist Leontodon, und dann gibt es nur einen Vornamen unter Anführungszeichen, wo das dann spezialisierter eingeteilt werden kann. Dann gibt es den steifhaarigen und. Und beim Löwenzahn ist ähnlich. Also beim Taraxacum gibt es auch viele Taraxacum. Und dann gibt es eben den gewöhnlichen Taraxacum und. Und da hat sich eben die Botanik schon eher seit jeher praktisch mit einer guten Nomenklatur, also Namensgebung, geholfen, dass es nicht zu solchen Verwechslungen kommt. Also ich finde das wieder immer wieder interessant, weil, ja, ist ein Löwenzahn, stimmt, eine Planung schaut löwenzahnmäßig aus und ja. Könnt ihr übrigens genauso essen. Die Blätter könnt ihr essen, die Blüten könnt ihr essen. Auch früher hat auch der Herbstlöwenzahn zu Leontodon dazugehört. Der ist aber jetzt irgendwo anders eingewandert. Wie es zu solchen Wanderungen kommt, ist mir nicht ganz klar. Manchmal hat es, glaube ich, mit Neuentdeckungen zu tun, dass er doch eher dort besser dazu passt und so weiter. Für uns ist es wurscht. Wir freuen uns, wenn wir was essen können. Also das kennt ihr in dem Fall. Und bei Blüten immer ein bisschen einblasen, dass es nicht viel Käfer mit ist. Es ist überhaupt eine tolle Wiese da. Aber der Artenreichtum jetzt nicht ungefähr ungemein groß ist, es ist schon besser wie so manche Wirtschaftswiesen oder Fettwiesen, die was man sonst heutzutage antrifft. Zumindest tut es ein bisschen was. Ihr seht da die Wiesenwitwenblume, haben wir ja schon kennengelernt. Wieder ein bisschen Beinwell ist da herinnen. Die Margeriten sind da. Da haben wir wieder die Margeriten. Der Wiesensalbei ist da, wo ich euch das gezeigt habe mit einem Schlagbaummechanismus. Also wenn da die Hummel kommt und einer fährt, dass dann da auf einmal, wie sieht man das jetzt, dass da eben diese Staubblätter runterkommen. Ja, habt ihr es eh schon gesehen. Zumindest beim anderen Video. Da blogge ich jetzt nicht länger. Und beim Hergehen habe ich oben entdeckt, super Sache, nämlich einen Haufen Walderdbeeren. Muss ich mal runteressen, hab noch Leontodonblüte im Mund. Und es geht bergauf, was heißt, ich werde bald schnaufen. Früher habe ich mehr Sport gemacht. Ja, jetzt kommen wir mal schon. Schaut, was da weiß, Bierer leicht. All das sind Walderdbeeren. Wir schauen sie sehr gleich genauer an. Ich finde es eben fantastisch, wenn man mal so einen Bereich entdeckt hat, kann man natürlich dann, wenn Fruchtzeit ist, im Juni, Juli vorbeikommen und zum Naschen anfangen. Dort schaut es toll aus. Außerdem muss ich eh schon ausschnaufen. Schaut, ist das nicht ein toller Bereich? Alles Walderdbeere. Ja, gleich dazu gesagt, es muss nicht alles Walderdbeere sein, wie was nach Walderdbeere ausschaut. Es gibt zum Beispiel die indische Scheinerdbeere, aber die könnt ihr fast nicht verwechseln, weil die blüht gelb. Macht aber eine ähnliche Frucht, die was aber extrem geschmacklos ist. Also schmeckt noch nichts. Nicht irgendwie, dass sie irgendwie schmutzige Witze erzählt oder so, aber sie schmeckt noch nichts. Bei der Walderdbeere, dann gibt's bei uns die Moschuserdbeere und die Hügelerdbeere, die Knackerdbeere auch genannt. Da ist es einfach so, bei der Moschuserdbeere, da brauchen wir einen Zoom, seht ihr die Haar, wie kann man das machen? Die Haar. Da oben ist die Blüte und da ist eine Menge Behaarung. Die Behaarung wächst zur Blüte hin. Das heißt, wenn ich von der Blüte Richtung Wurzel streich, legen sie die Haare am Stiel an. Seht ihr das, wenn ich da drüber streich, dann streiche ich mit dem Strich, heißt das, glaube ich, wenn es um Haar geht. Wenn das jetzt eine Moschuserdbeere wäre und ich mache das, dass ich von der Blüte Richtung Wurzelstreich, dann würden sie die Haare nicht anliegen. Ich habe da jetzt das umdraht, aber es hat denselben Effekt. Dann würden sie die Haare nicht anlegen, sondern aufstehen, weil man dann gegen einen Strich streichen würde.
Moschus Erdbeere. Aber in echt ist es wurscht, essen können wir alle davon. Die wohlschmeckendste ist einfach die Walderdbeere. Bei der Walderdbeere ist es auch so, dass die Blätter eigentlich essbar sind, aber mehr muss man kosten, weil ich finde, sie sind fast nicht kaubar. Jung wie alt, es ist wurscht, also in einem Smoothie kann man sie hauen. Aber sie haben keinen angenehmen Biss, zumindest nicht in meinen Mund. In einem Smoothie ist es wieder wurscht, aber in einem Tee wegen der Gerbstoffe. Das ist verführerisch. Vielleicht bringe ich es doch nochmal zusammen, dass ich Bestäuber spüle. Aber ja, ich habe es ja eh schon gesehen und nein, das ist ja, ich lasse das jetzt. Walderdbeere, super Sache, wenn ihr sowas gefunden habt, merkt euch einfach die Stühle, da werdet ihr einen Haufen Zeug ernten können. Schauen wir noch ein bisschen am Waldrand entlang und ich gehe dann zum Rau, bin eh schon lange unterwegs. Da sehen wir schon wieder, manche haben noch nicht einmal geblüht, nämlich zum Beispiel der rote Hartriegel, den habe ich noch gar nicht wirklich in Blüte gesehen und andere sind schon wieder stark am Frucht ausbilden. Da haben wir den wolligen Schneeball. Der wird voll interessant, beziehungsweise es ist nichts zum Essen, aber auffällig wird er, wenn er heranreift, weil dann rote und schwarze Früchte längere Zeit gemeinsam in diesem Fruchtstand umeinander stehen. Ist voll auffällig. Wolliger Schneeball. Da sehen wir, mal schauen, ein Weißdorn ist da schon am Fruchten, aber nur weit weg von der Fruchtreife. Blätter kann man beim Weißdorn immer nutzen. Rotbuche habe ich heuer schon einige, die sind wir zweit herunten und ist wahrscheinlich nur ein junges Exemplar, habe ich heuer schon einige gesehen, die was gut Früchte ausbilden. Also da habe ich die Hoffnung, dass wir sich die Bucheckern wieder anschauen können und vielleicht machen wir ja gemeinsam wieder wir kochen nicht wirklich mit Bucheckern. Haselnuss, genau, schaut, dort habe ich ja gesagt. Da haben wir einen blutroten Hartriegel und der fängt jetzt gerade an, dass er mit den Blüten auspackt. Also der wollige Schneeball fruchtet und er ist am Blieren. Also da sieht man, wie schräg versetzt die Blütezeit ist. Und auch da, der Liguster ist einer von den letzten mit dem Götterbaum, glaube ich, was ich im Kopf habe, die was bei uns dann überhaupt blühen. Aber man kann schon gut erkennen, dieser traubige Blütenstand ist eben dann typisch für den Liguster. Ist eh nichts zum Essen, Liguster, muss man die Finger davon lassen. Auch der rote Hartriegel ist nichts zum Essen, zumindest nicht die Blätter. Bei den Früchten, die kann man sich probieren, aber es ist eigentlich nichts dran. Aber sie sind nicht giftig, sagen wir mal so. Ich glaube, das war es eh von derer Wiese. Wenn man genauer schaut, dann würde man noch viel mehr entdecken können. Aber ich glaube, es ist ja eh genug. Seid immer brav am Zuschauen. Wer das aushält, Respekt, weil das muss man mal aushalten, die ganze Gequatsche über Pflanzen. Aber ist recht, ich wünsche euch viel Spaß in der Natur und lasst es euch gut gehen. Habt ihr schon geglaubt, das ist aus? Nein, habe ich nur zufällig was entdeckt, habe ich noch nie gesehen, habe ich selber jetzt herausfinden müssen, was es ist. Es ist das Immenblatt. Wird auch Bastardmelisse genannt. Melisse kann man sich wahrscheinlich erklären, weil die Blätter ziemlich melissenhaft ausschauen und ist bei uns stark geschützt. Also drum, ich habe das auch noch nie gesehen, war jetzt selber ein erstauntes, was ist denn das? Schaut mal, wie flash diese Blüten sind. Und da habe ich zumindest jetzt im schnellen Drüberlesen wieder herausgefunden, so wie das bei solchen Lippenblüten oft der Fall ist. Ihr seht, wie lang das da diese Kelchröhre ist, dass nur langrüsselige Bienen und Hummeln das Ganze bestäuben können und dass es aber trotzdem wieder findige Flieger gibt, die was sie dann Löcher in diese Röhre beißen und hintenrum zum Pollen, also zum Nektar kommen. Typisch Lippenblätter, also das ist was ich anregt, das probiert, das Familien gut kennenlernt, dieser vierkantige Stiel. Also das ist wirklich, wenn ihr einen Lippenblüter gefunden habt, greift es an, hat garantiert einen vierkantigen Stiel. Ist einfach familientypisch. Ich habe, nachdem es eh geschützt ist, ich weiß nicht, ob man es essen konnte oder nicht, macht ja nichts, weil geschütztes essen wir ja eh nicht.
Okay, aber jetzt sind wir fertig. Also das Immenblatt bzw. auch Bastardmelisse oder Scheinmelisse wird es glaube ich auch noch genannt. Ja. Aber jetzt, pfiat euch.